Willkommen zurück, liebe Leute, zu The Evil Within 2. Wir sind hier im Theater angekommen. Wir wollen die Gemälde uns betrachten. Es wird spannend, bleibt dran. Und wir sehen uns erst einmal hier um, ob da was zum Looten gibt. Hier ist eine Tür. Hier ist noch eine. Ich habe jetzt gedacht, da liegt jemand. Okay, dann versuchen wir erstmal hier reinzugehen. Okay, hat sich wohl erledigt. Da sind Kunstwerke, die wir mal bestaunen können. Füße. Wer steht auf Füße? Ich nicht. Da rein oder hoch? Na, wir gehen hoch. Habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Darauf habe ich mein ganz... Okay. Ach, ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Stefano, bitte eine Pizza. Stefano Valentini. Okay. Hier geht es nicht weiter. Die Mülleimer können wir auch nicht durchsuchen. Dann müssen wir hier rein. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass Sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären Sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein... Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Oje. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße. Nein! Stopp!
Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Ein kranker Typ. Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Nichts befeuert Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In jedem Punkt ist sie nutzlos. Schön. Ich knöpfe ich mir vor, du Arschloch. Also. Dort hinten. Okay, hier verstecken. Okay, oder doch nicht? Eben hier. Oh cool, Sicherung. So, jetzt muss ich erstmal gucken, da runter. Jetzt hat mich die Sicherung etwas abgelenkt. Da runter, okay. Liegt hier eine Spritze, okay. Dann verstecken wir uns hier. Ah.
Okay. Ich war jetzt doch voll mittendrin, ey. Okay, wo zum Teufel ist er hin? Voll gefesselt. Flattern die Vorhänge. Aber hier gibt es nichts. Oder? Nee. Ein leerer Raum. Eine Sicherung. War das jetzt ein Bug? Da kann ich in den Spiegel. Schießpulver. Da ist nichts. Na, hier, Nagel. Nageln! Oh, Chili. Rotes Chili. Wie viel Dings habe ich denn? 71.000. Ich habe einen Schlüssel. Vielleicht kann ich was damit machen. Habe ich ein Dia? Mal gucken. Okay, kein Dia. Schaue ich noch mal hier drinnen. Okay, da ist nichts weiter. Sagt er jetzt zu dem was? Nee. Sind auf jeden Fall die letzten drei Überlebende hier. Okay. Hier sagt er wahrscheinlich gar nichts. Wie viel Short habe ich? 550. Eine Runde ballern. Nein, das wollte ich nicht. Das wäre halt eben 10.000 Gel. Das wäre schon mega. Probier eine Runde hier. $2.500. Schade. Dafür haben Sie. Das war mein Rekord. Ja gut, ich habe jetzt viele Sachen nicht getroffen. Einmal hier noch versuchen. Thank you.
Nee, nicht mal annähernd an die 100.000. Nicht schlecht. Nicht mal annähernd. So. Vielleicht bekommen wir noch etwas Gel. Ich glaube, 4.000 werden wir nicht kriegen. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Ihnen steht eine Ihrer größten Herausforderungen bevor. Sind Sie bereit? Mit Ihrer Hilfe? Hoffentlich ja. Sie brauchen mehr als meine Hilfe. Vielleicht können Ihnen noch andere helfen, die das gleiche Ziel haben. Ich habe noch niemanden getroffen, falls es Sie überhaupt gibt. Und ich kann nicht auf Sie warten. Hoffentlich sind Sie bereit. In Ihnen ist noch so viel Wut und Unsicherheit. Vielleicht. Aber Lily braucht mich. Ich muss es versuchen. Und wenn Sie dabei sterben? Das habe ich nicht vor. Okay. Gibt's hier überhaupt kein Gel mehr? Damals gab's hier öfters mal Gel und jetzt gar nichts. Dann hau ich ab. Aber die Frage ist, brauche ich diese Zeitlupenfunktion? Bisher eigentlich eher weniger. Aber ich denke mir halt, für einen Bosskampf könnte das wertvoll werden. Da geht's runter, da geht's nicht geradeaus, glaube ich. Nee. Das ist doch genau dasselbe Haus wie vom Anfang. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinieren. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte, die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst. In jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche Sie hier, um das Werk zu folgen. Das werden wir ja sehen. Okay. Eine Kugel verschwendet. Hier war eben gerade noch alles weiß. Er will also, dass ich da vorne hingehe. Einfach ein paar Blutspritze auf ein Bild. Ja, schon Kunst. Los, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Schrotmunition. Sebastian, das bin ich. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Das wird jetzt wehtun. Verdammt! Du fängst an.
werden mich zu langweilen. Ah, was ist das? Schrotmoni. Was? Der wirft jetzt auch noch? Du kannst sie nicht retten und ich selbst auch nicht. Oh, verdammt! Du fängst an, mich zu langweilen. Wo ist der jetzt hin? Ich knöpfe ich mir vor. Oh, verdammt! Das wirst du bereuen. Es gibt kein Entkommen. Was? Nimm das. Foto ist ein Teil der Seele. Reicht mir jetzt. Stirb! Jetzt! Endlich! Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut! Wie viel kannst du noch einstecken? Viel. Flucht ist zwecklos! Mause! Verdammt! Dafür wirst du bezahlen! Komm her, komm! Verstecken ist zwecklos! Blute für mich. Blute für mich. Tja, du aber auch. Wie viel kannst du noch einstecken? Kannst du noch einstecken? Flucht ist zwecklos. Ja, du kannst auch gut einstecken. Komposition. Mause. Ja, guter Kampf. Der Vorhang fällt. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Und die Tochter? Zeit. Für ein letztes Foto. Thank you.
Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa! Nein, bist du nicht! Papa ist tot! Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lily, bitte. Ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Wer ist denn? Das ist doch der aus dem ersten Teil. Hab doch überhaupt keine Heilung mehr. Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Und noch ein Kampf ohne Heilung. Lily! Nein! Toll, jetzt ist er auch noch tot. Kapitel 8. Die Premiere. Denk daran, dass du Munition und Heilungsgegenstände über das Arsenalmenü herstellen kannst. Ach so, gut, das habe ich vergessen. Also hätte ich mir Munition craften können, in der Runde. Myra? Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Aber ich würde schweigen, wenn sie mich hineinlassen. Verdammt! Hey, das ist doch meine Safe Zone. Was ist denn hier passiert? Kapitel 9. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Hä? O'Neill, sagt der was? Okay. Wieso ist jetzt hier so dunkel? Mensch. Jetzt habe ich Angst. Aber ich will keine Angst haben. Also, wer ist das? Was ist das? Wo ist der Spiegel? Speichern, untersuchen. Auch diese Tür ist weg. Aber das hier ist noch da. Sagt die was? Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Ich will Informationen, verstehst doch. Auf. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Oh nein, sie haben noch so viel vor sich. Nein, wirklich? Myra ist hier. Und irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich wollte nur Lily retten. Und jetzt, keine Ahnung, was auf einmal los ist. Stefano ist tot. Aber jetzt ist irgendwas anderes hier drin. Etwas Schlimmeres. Bitte, sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich kann nur sagen, dass Ihre Mission noch nicht vorbei ist.
Es gibt noch mehr zu tun. Vor langer Zeit in Gang gesetzte Ereignisse kommen ans Licht. Sie müssen bereit sein. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Habe ich jetzt Gel bekommen für den Kampf oder Sie nicht? Sie werden immer stärker. Aber es wird hier... Ist ja ein Witz. Warum ist die Schießbude nicht da? So, was kann ich hier machen? Siebzig, 190, 350, ich 200 übrig, Nachladezeit, Feuerrate, 30, 80, 100, 110, 270. Ja, die Pistole bringt mich halt sehr gut durch. Ich mach das hier mal. Das hier. Was ist das? Okay, so würde ich sagen, lassen wir es erstmal. Wir speichern noch fix. Kapitel 6, Kapitel 5. Hier machen wir. Speichern. So, was ist hier los? Was ist das jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Die Frage ist berechtigt. Wieso krieg ich kein Gel? Was ist das hier? Voll. Aber Trick Nummer 15. Zack. Keine Munition? Kein gar nichts? Echt jetzt? Willkommen zurück.
wer? Was war das? So, an dieser Stelle ist die Folge auch schon zu Ende. Wir haben ein Kapitel erfolgreich abgeschlossen, haben gegen Stefano gekämpft. Und hier ist ein neues Gebiet, also neue Folge. Bleibt dran und auf Wiedersehen. Haut rein und tschüss.